Hallihallo, hier ist der Gusor. Ja, es ist eine neue Folge. Heute haben wir Montag und jetzt wird aufgenommen. Und zwar habe ich beide Monitore im Blick, sage ich mal. Ich wollte eine ganz, ganz coole neue Variante Live Clash rausbringen. Dieses hier nennen wir jetzt auch ab jetzt Live Clash. Folgende Sache ist die. Ich bin mit den Leuten in meinem Clan verbunden, schreibe mit denen auf dem anderen Account, sonst könnte ich das ja während des Angriffs nicht lesen. Folgende Sache die, ich werde jetzt einen Angriff machen. Die sehen natürlich meinen Angriff nicht, logisch, und die sollen aber sagen, setz bitte da und da 5 Bogies, da und da nimmst du bitte die Barbaren und so weiter und so fort. So, hab denen jetzt also gesagt, dass ich Barge am Start habe und die müssen jetzt gleich was machen. Jetzt gehe ich auf den anderen Account. Okay, ich fange an zu suchen. So, und weiter geht's. Jetzt eben mit meinem zweiten Account, wo es dann halt nicht so natürlich parallel. Ja, klar, logisch. Parallel, klar. So, jetzt knallen wir unser Schild weg. Ja, ja doch. Ich schreibe jetzt. Okay, sagt was. Wie soll ich angreifen? Zack. Habe Barge. So, und die wissen nichts. Je 56 Barbaren von links und rechts und je von oben nach unten. Okay. Also, erstmal die Barbaren. Links und rechts. Also, er sagte so um und bei die Hälfte. Ich hau jetzt hier 50 raus. So. Dann hauen wir hier 50 raus. Denkt bitte dran, das ist unter Andy bzw. halt Bluestacks, je nachdem, ein bisschen schwierig. Und dann Bogies. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesehen. Ich hoffe einfach. Ich hoffe. So. Und dann so. Gucken wir mal, ob wir hier was ruppen können. Ich hoffe, ich habe das bloß mal richtig gelesen. So, jetzt, und wo den King droppen? Ja, wir haben schon 50%, also so gut wie. Unten, ja, sehr nice. Unten ist natürlich sehr geil. Von unten gehen wir gerne. Wo CB? Zack. Das geht richtig gut. Also, und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass das, im Global auch läuft. Dahinter, naja, einwandfrei, läuft doch. Die wissen doch, was losgeht. Einwandtutti. Ich meine, klar, ich kriege jetzt das Alex nicht, aber ich habe wenigstens fast das gesamte Gold bekommen. Aber ich meine, der Drache grillt mich natürlich, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich konnte natürlich nicht viel dagegen tun. Ist natürlich richtig doof, wenn man ein richtig übel geiles Dorf hat und dann total verkackt hat. Wenn euch das gefällt, dann ja, lasst es mich mal wissen, ob das interessant ist, weil die Sache ist halt die. Man kann das natürlich auch mal bei einem Stream machen. Da kann man es mit ein bisschen Delay hat man es ja dann immer. Oder eben, wenn ich wirklich einfach mal sage, okay, ich gehe in Global rein und das macht man da. Also sowas geht natürlich auch. Hier habe ich nämlich als nächstes dann mit 4 Stunden die Kanone, die dann ready ist. Und dann kann ich gleich wieder schön ordentlich verballern. Jetzt gucken wir uns den einfach nochmal kurz an. Ja, vom Loot her war halt hier der Bereich echt nice. Na, geht ja einigermaßen. Naja, dafür, dass die Truppen einfach mal so gedroppt wurden, ja. So. Also ein netter Barge-Angriff, den ihr ja eigentlich nicht mehr sehen wolltet, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da passt das dann auf jeden Fall. Und dann hier natürlich dann unten den Hammer halt einwandfrei. Dass ich den King hier unten droppen durfte, war natürlich super sweet. Einwandfrei. Ja, nett. Schön Gold geholt. Läuft bei uns. Das ist auf jeden Fall richtig cool wert.
Richtig cool wert, ja genau. Ich habe auch richtig feiner Deutsch. Achso, ich würde euch gerne noch eine Base zeigen. Und zwar, wir haben hier jetzt gerade zwei Halloween-Kessel. Und der Jartek hat aber schon. So, das war gerade die Autowerkstatt. Ich habe einen Steinschlag bzw. einen Riss in der Scheibe gehabt. Deswegen hatte ich den jetzt gerade bei Carglass. Und jetzt kann ich den gleich abholen. Muss ich hinlaufen. Freue ich mich riesig. Ein Drachenlevel 5 wäre auch nice, aber ich höre dann erstmal auf. Wie gesagt, mit der Base, die zeige ich euch hier nochmal kurz. Und dann ist das eine coole Nummer. Wer hat eventuell noch mehr? Hat noch einer noch mehr als drei Halloween-Kessel? Würde mich mal interessieren. Lasst es mich wissen und haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.